Er will nicht schon wieder reformen in der Landschaft. Auch beschlossen, alle fünf Parteien im Rathaus haben eine Art Schulfrieden geschlossen. Hamburger Grünen in der Mehrheit das Turbo-Abi ablehnen. Je nach Fragestellung sind bis zu 70% dagegen. Und dazu kommt noch die Entscheidung des Nachbarlandes Niedersachsen. Dort wird ab 2015 flächendeckend auf das Abitur nach. Nett.